Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2 Abenteuermodus. Wir beginnen gleich mal mit dem Bau des Hauptgebäudes. Dachs. Wie lange braucht das? 2, 4, 5, okay. Die Bauarbeiten am Dach haben begonnen, das ist schön. Gucke ich mich mal kurz im Schloss um. Manchmal kam ja auch Herr Yamamura raus. Keine Ahnung, vielleicht passiert das ja jetzt nochmal. Er kam ja einfach durch die Tür. Aber nein, ich glaube dieses Mal nicht. Nochmal Münzen. Hey, wie oft können denn da Münzen rauskommen? Ah, nur einmal, okay. Okay, dann hole ich die mal kurz. Ich frage mich auch immer noch, was es mit dem Ding hier auf sich hat. Ich weiß genau, was dort kommt, aber ich weiß nicht, wie es kommt. Ja gut, machen wir mal weiter lieber hier die Aufträge. Ach ja, hier. Wildes Wolkengehüpfe. Wer möchte sich zu meiner persönlichen Le Ergötzung zu di diesem Le Level stellen? Es ist ganz einfach, man muss nur 40 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Ach ja, dabei hüpft man unkontrollierbar herum und wird von Kugelwillis beschossen. Mindestens 40 Münzen und das Ziel erreichen. Launischer Geldsack. Oh, nö. Mal gucken. WTF, Mario, was denkt man sich denn da dabei? Das ist komplett fies. Okay, das ist sehr gut. Ja, aber wenn man so weitermacht, dann überhaupt nicht. Ja, asoziales Stück. Hör auf, so hoch zu springen. Mann. Warten wir noch kurz. Wir haben ja genug Zeit. Okay, ist zwar fies, aber natürlich machbar. Vor allem, weil dort ja auch über noch 4 Zehner sind. Ich frage mich, was wir danach überhaupt bauen müssen. Ich meine, das Schloss ist ja dann eigentlich fertig, oder? Oder müssen wir da noch Tore reinsetzen? Das kann sein. Und die ganzen Level müssen wir ja so oder so nachspielen. Lavafit. Ich habe einen total funky Fitnesskurs gebaut. Komplett mit steigender Lava und so. Leider ist es jetzt so schwierig, dass ich ihn nicht mehr schaffe. Will nicht jemand anderes mal probieren? Popstar 1. Oh Gott. Du, du, du. Schade. Warum sollte ich die 30er denn nicht nehmen, hä? Also eine wirkliche Schwierigkeit hatte die 30er ja jetzt nicht. Meiner Meinung nach. Das ist aber cool. Ja, die eine Münze zwar jetzt nicht bekommen, aber okay. Und die steigende Lava ist eigentlich bislang noch kein Problem.
Oh Gott. Aber jetzt schon er. Ja, hä, und jetzt? Okay, sie geht wieder zurück. Das ist relativ fair. Ganz bestimmt nicht. Ach, 100 Münzen haben wir rausbekommen, das ist doch gut. Und First Try, das ist doch auch schön. Hat aber auch Spaß gemacht für den Schlangenblock-Level. Für die Triggerbahn. Und Geld bekommen wir schön. Das Hauptgebäude dachte, stellen wir heute bestimmt noch fertig. Aufträge, Aufträge, ja. Die unschaffbare Festung. Die Festung von Steinblöcken und Ketten unten beschützt. Also, die wird Mario nie einnehmen. Wenn man Käferpanzer mit Y in der Hand hält, kann man sich übrigens auch ganz leicht mit Hilfe von linken Stick auf den Kopf setzen. Aber das weiß er ja nicht. Papa von Anonym. Komm schon. Das war so dumm. Ach genau, okay, das blöde Viech. Bist mir sympathisch. Ah ja, man braucht ihn auch zwingend. Gehen wir mal gleich hier rein. Nein, ich wollte einen mitnehmen. Okay. Ich muss ihn doch da hochbringen, oder nicht? Jetzt. Ich wollte schon sagen, der muss doch definitiv da hoch. Münzen nehme ich gerne. Okay. Ach Mann, wie kriege ich denn das jetzt schon wieder hin? Keine Ahnung. Okay. Steinblöcke helfen mir zum Teil wirklich gut. Ja, komm, wie asozial wollt ihr denn bitte sein? Oh Gott! Und wenn man groß ist, bekommt man hier sogar eine 10er, das ist schön. Was? Hä, was ist denn hier? Was muss ich denn hier machen? Achso, ich glaube, ich muss den Ketten umkehren, kann das sein? Ja, nee, nicht unbedingt, aber. Es empfiehlt sich, glaube ich. Zwar ganz solide, aber unschaffbar eigentlich nicht. Da war diese WIP-Festung des Todes oder wie die hieß, wirklich schwerer. Vielleicht haben wir schon 90%. Ne, 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 ne. Tiefsee-Hothead-Schlangen. Hehe, ich habe ein paar Seeschlangen verzaubert, sodass sie jetzt aus Hotheads bestehen. Es könnte aber ziemlich gefährlich sein, jetzt hier schwimmen zu gehen. Wenn es jemand bis zum Ziel schafft, mache ich eine Belohnung locker. Oh Gott. Meinte er denn... Oh.
Okay. Aber muss ich wirklich Angst vor dem Level haben? Ich glaube ja eigentlich nicht, oder? Brauche jetzt auch nicht jede Münze. Ich nehme natürlich so viele mit wie möglich, aber wenn ich sie nicht alle kriege, ist das okay. Scheiße. War natürlich Magi Koopa bzw. Kamek, der das gesagt hat. Oh Gott, warum werden die denn jetzt größer? Okay, wenn die größer werden, muss ich vielleicht ein bisschen mehr Angst haben. Wenn ich einfach so davon schwimme, dann passt das. Okay, es werden jetzt auch immer mehr. Na, 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 na. Das war's schon. 17 Leben. Ja, relativ solider Level. Aber halt jetzt wirklich nicht schwer. %. Ja, aber ich weiß nicht, was danach noch kommen soll. Wie viele Level haben wir denn noch? Oh. Oh. Wiedergänger in der Lava. Scheiße, ich lese es euch gleich vor. Von ängstlicher Junge. Besiege alle Knochen trocken und erreiche das Ziel. Wie besiege ich die denn? Ach so, ja, scheiße. Ja, hätte ich mich eh umbringen müssen, wahrscheinlich. Ja, egal, dann komme ich gleich zu dem später nochmal zurück. Aber so viel Zeit habe ich doch gar nicht. Ach komm schon. Das ist doch scheiße. Steh auf. Okay, passt. Hä, wieso sind denn das so viele Level? Okay, dann lese ich euch gleich nochmal den Text vor. Aber erstmal gucken wir nach, was Toadette jetzt noch möchte. Hauptgebäude, Dach fertig. 91%. Hey, Toad hat wieder eine Aufgabe für uns. Hauptgebäude, Dach fertiggestellt. Das erste absolut perfekte Schloss, das je gebaut wurde. Du erlebst einen historischen Moment mit Mario. Wo sind eigentlich die ganzen Bauarbeiter abgeblieben? Sie werden ja wohl kaum alle zeitgleich Toilettenpause machen. Oh weh, oh weh. Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden. Also lies bitte einfach das hier. Die große Toad-Extraktion. Ich drehe hier durch. Während die Bauleiterin sich gerade Tee gemacht hat, sind alle Bauarbeiter entführt worden. Du musst sie sofort alle zurückholen. Am besten, bevor die Bauleiterin etwas davon mitbekommt. Sie muss schließlich sich auf die Planung konzentrieren. Bauarbeiter Toad. Okay. Sie sind alle in dem Schloss. Ach, da sind sie doch. Okay. Verschiedene Wege. Ich glaube, es hat alles irgendwie mit einem Rätsel zu tun. Zumindest wirkt es auf mich so.
So, den ersten habe ich. Dann gehe ich gleich nochmal hier hinter. Nehme nochmal kurz die Münzen hier mit. Und hole noch den nächsten. Ich weiß nicht, muss ich hier gleich nochmal hinter? Ich weiß es nicht. Ich gehe lieber erst nochmal zurück. Weil hier ist ja auch noch einer. So wie das für mich aussieht. Ah, Idiot. Den Toads geht es aber noch gut. So, hier ist der nächste. Ach Gott. Wir kommen euch aber retten. Was machen die denn immer, dass sie irgendwo gefangen sind? Ich habe keine Ahnung. So, der vierte. Okay, scheinbar muss ich danach wirklich nochmal dahinter. Dann ist ja alles gut. Scheiße, die Toads. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ach komm schon, das ist doch kompletter Scheiß. Ja, ich gehe gleich nochmal dahinter. Und hole den anderen ab. Ja, komm, aber warum... Egal. Ihr macht mir nur Ärger. Welcher fehlt mir denn? Ach, nur der hier hinten. Ja, dann geht's ja. Ach, wenn ich jetzt den Pilz nochmal gebraucht hätte. Wie langsam springt ihr mir denn bitte hinterher? Aber egal, solange alles passt, sollte ich mich nicht beschweren. Nein, der Toad. Nein, die Toads! Okay, ich hab alle wieder. Ich weiß nie, wann ich springen soll. Egal. Hauptsache, die Toads kommen jetzt einfach nur noch ins Ziel. Ja, genau. Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, oder? Okay, egal. Hauptsache, die Toads sind wieder im Ziel. Geld hat die Mission aber gut gegeben. Aber ist halt trotzdem insane nervig. Ach so, mehr bekommt man noch gar nicht. Ja, aber was bringt mir denn das jetzt alles? Toads gerettet. Die Bauarbeiter sind endlich wieder alle da. Ich muss wirklich mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen über ihre Arbeitsmoral reden. Aber genug davon. Wo soll's weitergehen? Buntglas 2000. Okay. Werde ich aber diesmal nicht farmen. Weil wir haben noch genug Level vor uns. Ja, ja, gerne, Toad. So, ich wollte euch noch den einen Text zeigen. Glaube ich, der hier. Ich wusste nicht, was ich bauen sollte. Da habe ich einfach ein paar Knochen trocken genommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr in den Level. Kann bitte irgendwer versuchen, alle Knochen trocken zu besiegen und es dann noch ins Ziel zu schaffen? Vorsicht vor der Lava, ängstlicher Junge. Blinkblockade. Mit Hilfe der Blinkblöcke sollte es möglich sein, diese Klippe zu erklimmen. Jetzt brauche ich nur noch eine Testperson, die sich der Herausforderung stellt. Es ist jedoch ein gutes Rhythmusgefühl vonnöten. Blau und Rot wechseln sich ab, Dr. Wunderlich. Wir müssen das noch schnell machen, weil ich gesehen habe, wie viele Level es noch gibt.
Das wird dann einfach sonst zu lang, das LP. Aber okay, ist auch nicht so schlimm eigentlich. Für was musste man denn am Ende so viele Münzen bitte farmen? Das verstehe ich gerade noch nicht. Och Mann, ich bin ein Idiot. Okay, jetzt ein bisschen beeilen. Oha, hier gibt's Münzen. Nein, ich will nur nicht da rein. Ach komm schon. Ja, na klar. Okay, vielleicht sollte ich aber auch nicht... mich auch nicht zu sehr beeilen. Weil ihr seht schon, das wird sonst überhaupt nichts. Ich bin ein Idiot, wirklich. Ja, ich habe viel Scheiße gebaut. Entweder da ist das Ziel oder ich bin halt tot. Okay, passt. Gut, dann bedanke ich mich schon mal für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Super Mario Maker 2 Abenteuermodus. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Bis dann.